So, jetzt haben wir alles behoben. Herzlich willkommen bei BK Gaming und dem dritten Renntag. Wir sind in Pau. Ich freue mich richtig drauf, mit euch zusammen aufs Qualifying, das gerade stattfindet. Es ist das dritte Rennen. BK Smoke ist in den letzten beiden Rennen, Smoke ist in den letzten beiden Rennen auf Platz 1 gekommen. Ente auf Platz 2. Dahinter hatten wir einmal Bloody Wolfie und einmal Striker, die den zweiten Platz sich da, den dritten Platz einmal geteilt hatten. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Die Technik funktioniert jetzt auch, der Greenscreen ist auch am Laufen. Von daher alles fein so gut, alles gut, die Technik läuft. Entsprechend freue ich mich jetzt drauf, mit euch zusammen das Qualifying zu genießen. Striker hat sich jetzt gerade auf Platz 4 verbessert, fast 2 Sekunden hinter der Restzeit. Jetzt sehen wir hier noch Ente, der gerade unterwegs ist, der ist auf Platz 1 unterwegs. Hat also Striker zurückgeschickt, Bloody Wolfie auf 2, Smoke auf 3, Striker auf 4, derzeitig Pookie auf 5, Murph auf 6, der jetzt hier einen riesen Fehler macht und erstmal eine richtige Staubwolke hinterlässt. Das war nicht so gut für Murph. Wahrscheinlich hat er jetzt auch ein bisschen Aufhängungsprobleme an der Stelle. Die Strecke ist eng, wie wir letzte Woche schon im Cup feststellen mussten. Ente immer noch auf Platz 1, also letzte Woche im Cup hat er ja dominiert, da hat er beide Rennen gewonnen. Da bin ich mal gespannt, ob er das diesmal auch wieder schafft, in diesem einen Rennen jetzt in der Liga wieder voranzukommen. Ob er das jetzt auf dieser Strecke beweisen kann, dass er auch mit den stärkeren Autos richtig stark ist, derzeitig schon. Er ist auch nur ein Zehntel hinter seiner Bestzeit derzeitig. Bloody Wolfie auf Verfolgungskurs, mal schauen, was er hier leisten kann. Er ist 2 Zehntel in der Bestzeit, 2,42 an der Stelle. Smoke in Sektor 2 unterwegs. Wir haben Striker, der jetzt direkt auf Ziel, Stadtziel ist. Mal sehen, was für eine Zeit er jetzt rausfährt. Striker mit einer 1,12 oder 1,11, 2,321 Sekunden hinter der Bestzeit. Pupti auf Platz 5. Die kommt jetzt gleich in Sektor 1 in die Zeitabnahme. Fast eine Sekunde hinten dran. Murph hat Probleme bis jetzt gehabt auf der Strecke. Bin ich gespannt, ob da dann wieder mehr kommt oder nicht. Gehen wir zurück zu Ente, der immer noch auf Platz 1 im Qualifying steht. Wie gesagt, seine Strecke, die kann er auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da bin ich auch mal gespannt, ob alles funktioniert und ob alles läuft bei ihm. Bloody Wolfie auf 2, jetzt auf Startziel, das sehen wir gleich. Oh, ganz knapp an der Bestzeit vorbei, 3,24 Sekunden. Smoke mit 0,22 Sekunden hinter der Bestzeit in Sektor 1, also auch gut unterwegs. Das ist ein geiler Fehler, jetzt muss das Auto abfangen. Fast jetzt ihn hier da in die Wand geschleudert. Striker auf Platz 5 und Pupti auf 6. Oh, Murph musste auch korrigieren, haben wir gerade gesehen. Smoke auf Platz 3, mal sehen. Bloody. Oh, Fehler bei Ente, der setzt jetzt da gegen die Bande. Kann sich drehen und kann weiterfahren. Bloody Wolfie dürfte nicht allzu weit weg sein. Ja, da kommt er jetzt direkt auf ihn aufgelaufen. Das wird natürlich für Bloody Wolfie nicht so schön sein. Da wird er jetzt ein bisschen Zeit verlieren, weil einfach Ente vor ihm hängt. Smoke jetzt gleich auf Startziel in ein paar Sekunden. Da bleiben wir kurz dran. Also ich bin die Strecke mal kurz selbst gefahren. Jetzt sehen wir Smoke. Mal sehen, was er hier reißen kann. Ja, Platz 3 immer noch. 1,126 Sekunden hinter der Bestzeit von Ente. Murph auf Platz 4, Platz 5 Striker, Pupti ist in der Box. Ente fährt durch, anscheinend doch nichts am Auto getan, hat er nochmal Glück gehabt. Aber natürlich jetzt 7 Sekunden hinter seiner Bestzeit, 3 Sekunden für Bloody Wolfie, der hat natürlich Zeit verloren, weil er da Ente aufgelaufen war. Jetzt schauen wir mal, wie er sich schlägt im Vergleich zu Ente. Das Spitzenduo da derzeitig unterwegs. Bloody Wolfie sieht auch Ente da vor sich. BK Smoke unterwegs in Sektor 2, kommt ganz kurz an die Bande hinten mit dem linken Hinterreifen und verbremst sich jetzt hier Reifenstapel geküsst. Jetzt aber gleich wieder drehen und fährt weiter. Murph auf Platz 4, Platz 5, Platz 6, schauen wir uns gleich nochmal an. Platz 1 ist Ente, hinter ihm Bloody Wolfie, der ganz knapp hinter ihm fährt. Im Gegensatz zum Cup wurde auch die Regel noch ein bisschen verändert, also man darf die Kurven nicht zu arg abkürzen. Also muss man sich dran gewöhnen, dass man hier jetzt nicht einfach über die Curves fahren kann. So, Ente auf Start ziehen, mal sehen, was für eine Zeit daraus fährt. Da ist er nochmal besser geworden, 1,8964. Und da kommt da die Wolfie einfach nicht mehr dran, plus
eine halbe Sekunde hinten dran. Also wirklich stark von Ente, wie er hier auf der Strecke zeigt, dass das er immer noch drauf hat. Eine Woche Differenz, anderes Auto, aber es läuft. Smoke auf 3, Murph auf 4, der kommt jetzt auch gerade über Startziel, aber ist 2 Sekunden genau drüber. Striker ist auf Platz 5. Da muss er aufpassen, weil es doch schon ziemlich eng ist und ziemlich eng über die Curbs da geht. Jetzt kommt dann die Box. Damit haben wir auch gleich das Qualifying. Noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten Qualifying. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Wie sich Ente noch behaupten wird in den letzten 2 Minuten. Also 2 Runden hat er noch Zeit, hier seine Zeit vielleicht noch zu verbessern. Aber er lässt es langsam angehen. Hat wahrscheinlich auch einen Fehler drin gehabt. Bloody Wolfie versucht hier nochmal anzugreifen. Räumt jetzt auch gleich auf Startziel. Ja, wird ihm das reichen, da die Zeit nochmal anzugreifen? Eher nicht. Nein, er fährt jetzt auch an die Box. Smoke ist noch draußen geblieben. Vielleicht versucht er nochmal einen Platz gut zu machen. Murph auf Platz 4 fährt da auch ganz arg über die Curbs. Da muss er echt aufpassen. Striker auf 5, Pupti auf 6. Ente lässt jetzt ausrollen. Fährt in die Box, ganz langsam, vorsichtig. Smoke ist immer noch auf Platz 3, ist hier in Sektor 2 unterwegs, und sehen, was für eine Zeit er fährt. Murph ist auch noch draußen geblieben, will sich auch nochmal verbessern. Nochmal angreifen. Der Rest ist zufrieden mit der Platzierung. Smoke auf 3, der versucht hier nochmal bis zum Ende nochmal was rauszuholen. Und sehen, was für eine Zeit er jetzt fährt. Eine Sekunde hinten dran, das wird ihm nicht lang auf da vorne anzugreifen. Das sind ein paar Sekunden jetzt auch auf Startziel. Das wird ihm nicht reichen. Vielleicht fährt er auch an die Box. Ne, er fährt durch, er versucht es doch mal. 1,386 Sekunden dran, Platz 3 immer noch. Murph ist auch noch am Angreifen. Kommt jetzt in Sektor 2 in die Zeitabnahme. Ist aber ziemlich weit hinten dran. Das ist fast eine Sekunde. Oh, hat er Probleme, fährt nochmal an die Bande. Also die Strecke ist schon sehr eng. Also ich muss sagen, da muss man echt aufpassen, wie man fährt, weil ich habe selbst gemerkt, selbst gesehen, wie das Ganze ablaufen kann. Und das war nicht so dolle. Wenn man da einmal die Bande berührt und einmal ja, falsch fährt, dann passiert es einfach, dass man da gut und gerne in der Bande landet. Murph jetzt auch an der Box. Damit haben wir nur noch Smoke draußen, aber der wird nichts mehr fahren dürfen, weil die Qualifying ist vorbei. Er fährt jetzt nur noch an die Box. Entsprechend schauen wir einfach mal, wie das Ganze ablaufen wird. Mit dem Warm-up dann, da sehen wir auch nochmal, wie die Leute dann abgehen und was sie da zeigen können. Jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause. Wir sind jetzt im Warm-up, in der Warm-up-Phase. Mal schauen, ob ich heute jemanden noch als Gesprächspartner finden kann. Auf jeden Fall interessant, dass Ente wirklich seine Leistung wieder zeigen konnte auf der Strecke. Platz 1 im Qualifying kann er also von der Pole losfahren, was auf der Strecke nicht verkehrt ist, weil überholen ist hier recht schwierig mit den Autos. Entsprechend schauen wir einfach mal, wie das Ganze laufen wird. Wir sehen dann auch, ob Smoke das angreifen kann, weil er doch derzeitig Erster ist in der Liga und auf der Strecke natürlich auch zeigen will, was er kann. Vielleicht war auch Ende mit wenig Sprit unterwegs, das wissen wir derzeitig nicht, weil es sind ja echt eine halbe Sekunde vom Zweitplatzierten, ist halt schon echt übel. Also wenn man sich das so anschaut, das war echt krass. Das ist auch die Startreihenfolge, wie sie aussehen wird später. Schauen wir doch einfach mal rein, aber alle bleiben an der Box. Warm-up-Phase wird also nicht so arg genutzt. Ich bin dann auch mal ganz kurz in meinem Warm-up. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin der Tai und seid auch dabei im BK Gaming Liga im Rennen Nummer 3 in Pau. Bis gleich, bald startet's. Viel Spaß euch.
Hi. Ja. Wir mussten den Server neu starten. Ich hab ein technisches Problem. Ja. Warte, bis wir alle drauf sind und dann kannst du nach. Wie? Warte, bis wir alle drauf sind und dann kommst du nach. Warte, ich glaube. Weiß ich, wann ihr drauf seid? Ja, ich sag dir Bescheid. Okay. Weil wir müssen nach und nach connecten. Also ich als erstes, weil ich auf 1 war und dann immer so weiter, weißt du? Nach der Quali her. Ja, dann schau mal einfach mal. Ich wollte jetzt gerade kurz noch Pause machen, bevor es losgeht, aber ist okay, ich bleib hier, bis irgendwie Bescheid geht. Ja, Murph ist gerade drauf. Jetzt connectet Platz 5, dann connectet Platz 6. Sobald der 6. drauf ist, also ne, komplett drauf ist, sage ich, okay, jetzt kannst du. Okay. Ja, schau mal einfach, dass das dann funktioniert. Ich müsste das, glaube ich, dann rausschneiden. Achso, okay, ist auch kein Problem. Die Striker ist schon mal drauf. Jetzt kommt Pupti und dann, wenn Pupti drauf ist, sage ich Bescheid. Weil Streikkarte Connection-Problem ist irgendwie spielabgeschmiert. Kann schon mal öfters vorkommen in der Saison. So, jetzt kannst du kurz draufkommen. Ja, muss kurz das Bild ausblenden, damit die Leute fast so nicht sehen. Achso, okay. So, dann connecte ich mal. Ihr macht jetzt beim Warm-Up weiter, oder? Kann auch sein, dass wir direkt Rennen machen. Wissen wir noch nicht. Also, ich weiß jetzt noch nicht. Okay. Kann sein. Okay. Na, dann schau ich mal, dass ich das irgendwie schneide oder so. Jetzt muss ich mal kurz... Wir gerade beim Warm-Up. Ja. Wie es aussieht, fahren wir Warm-Up. Okay, alles klar. Dann ganz kurz. Dann schauen wir doch gleich mal. Dann mache ich ganz kurz das Interview mit dir. Okay. Ja, wir sind wieder zurück. Es gab ein paar kleine technische Probleme. Bei mir ist auch der Ente. Hi Ente! Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe gesehen, du hast die Strecke wieder mal im Griff. Das läuft alles gut bei dir. Wie fühlt es sich an heute? Ja, natürlich ist die F3000 im Gegensatz zu den Cup-Fahrzeugen ja ein bisschen heftiger. Der Heck kommt da wesentlich schneller, besonders beim Gas geben. Da muss man schon aufpassen. Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich losgefahren bin. Vorhin kurz mal, das Heck kommt wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Ansonsten, wie schätzt du deine Chancen ein im Rennen? Ja, ganz gut sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so einen großen Abstand habe. Aber. Bei der F3000, ja, gibt es keine, wie sagt man, keine Umrandung, keine Stauchzone. Da geht schnell mal ein Reifen weg und wenn der Reifen weg ist, ist das, ja, Rennen vorbei. Ja, da muss man aufpassen. Also Smoke hat auch nochmal versucht ranzukommen, aber ist jetzt auf Platz 3, ihr seid ja bei demselben Team. Seid ihr zufrieden mit der Ausgangslage? Ja, auf jeden Fall. Natürlich wäre perfekt 1 und 2, weil bei der Strecke ist das sehr schwierig zu überholen. Ja, das stimmt und ich bin auch mal gespannt, wie das Rennen so verläuft. Ich rechne euch beiden auf jeden Fall große Chancen aus. Platz 1 ist natürlich super, von der Pole zu starten, da kann man das Feld ein bisschen hinter sich lassen und kann da schön wegfahren. Vielleicht wird es ein Start-Ziel-Sieg, das sehen wir dann. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Dann noch ein schönes Warm-up und bis später dann. Ja, bis später. Ja, Leute, so ist das. Der Smoke und der Ente sind ja im selben Team. Entsprechend schauen wir einfach mal, wie das Ganze laufen wird bei den beiden. Und zwischendrin haben wir Bloody Wolfie, der echt auch mich überrascht. Er ist ja neu im Renngeschäft hier in der BK-Liga und der Junge, der fährt schon richtig gut. Er muss noch ein bisschen so Kinderkrankheiten rauskriegen, aber das schafft er dann auch noch. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er da vorne mitfahren. Wir sind Platz 2 fürs Qualifying richtig stark im Rennen. Sehen wir dann, was passiert. Er lässt sich noch ein bisschen zu sehr ablenken, aber wenn er das abstellt, dann wird es auf jeden Fall richtig gut für ihn. Murph ist auf 4, Striker auf 5 und Pupti auf 6. So sieht dann noch der Start aus. Wir haben noch 3 Minuten. Ich bin ganz kurz nochmal in der Pause und wir sehen uns dann
gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Smoke im Qualifying auf Platz 3 gelandet. Fährt jetzt noch ein bisschen Testrunden, schaut sich die Strecke noch mal ein bisschen an. Vielleicht für die Zuschauer interessant, wie gesagt, Ente und Smoke ist halt ein Team, dazwischen Bloody Wolfie. Mi ist derzeit leider nicht verfügbar, die Fahrerin kann leider nicht teilnehmen an diesem Rennen. Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft sagt. Also Gerüchteküche gibt es da natürlich auch, aber da möchte ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Wir sehen es dann in den nächsten Rennen, ob Mi da wieder mitfahren kann oder nicht. Entsprechend sehen wir dann auch, wie das Ganze ablaufen wird. Smoke auf 3. Das ist hier jetzt gerade hinter Murph unterwegs. Ja, auf Platz 4 ist es. Da bin ich gespannt, auch ob Murph nochmal angreifen kann, weil seine Qualifying-Zeiten waren jetzt nicht die besten. Murph auch auf dem Weg in die Box, zusammen mit Smoke. Da wird es demnächst dann auch mit dem Rennen losgehen. Wir schauen nochmal rein in die Timings ganz kurz. Da gibt es derzeitig noch nichts. Wir haben auch keine Sektorzeiten. Ah doch, hier haben wir Sektorzeiten. Aber die Jungs fahren keine volle Runde zu Ende, dementsprechend... Da wird noch ein bisschen an den Autos geschraubt, da wird geschaut, dass man das Heck vielleicht noch ein bisschen unter Kontrolle bekommt, weil das ist wirklich eins der größten Probleme, die wir haben, auf der Strecke auch, dass eben das Heck ziemlich stark ausschlägt, wie Ente schon erwähnt hatte. Wir haben jetzt noch eine Minute circa, bis das Rennen losgeht. Da freue ich mich auch richtig drauf, weil die Strecke verspricht echt Action. 50 Runden, soweit ich weiß, da schauen wir nochmal drauf. Ja, 50 Runden werden gefahren auf Pau. Race of France. Da bin ich echt ja, gespannt, wie die Jungs da sich auch schlagen auf der Strecke, weil das ist doch recht eng. Es ist wenig Platz, um zu überholen. Also da hat Ente sich eine sehr gute Position rausgefahren im Qualifying. Stadtziel kennen wir ja. Virage de la Gare, Virage de Lycée, Virage du Parc Beaumont, Joch und Virage de Buisson sind die wichtigen Kurven hier auf der Strecke. 27 Grad sind auf der Strecke, Umgebung hat 20 Grad, es ist trocken, also sieht auch nicht so aus, als ob es Regen geben wird. Wir haben noch 10 Sekunden, bis das Rennen dann auch gleich losgeht. Seid gespannt, wie die Jungs hier sich zeigen werden, präsentieren werden. Ich freue mich richtig drauf. Das ist mein erstes Rennen dieses Jahr, das ich am Moderieren bin. So, dann schauen wir schon mal auf den ersten und das ist Ente. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, was das Ganze hier angeht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das Rennen losgeht. 2 Minuten zum Start. Die Fahrer bereiten sich schon vor. Die Boxengasse wird demnächst auch geräumt sein. Nur noch ich werde da stehen. Entsprechend schauen wir da jetzt gleich drauf, wie das Ganze laufen wird. Auch interessant, dass Smoke und Ente halt im selben Team sind. Letztes Jahr war da dann noch ein bisschen mehr Konkurrenz. Jetzt sind sie im selben Team. Mal schauen, wie sich das auf der Strecke auswirkt. Ob die beiden irgendwie gut zusammenarbeiten können oder ob es da vielleicht auch teamintern vielleicht Probleme geben wird. Aber derzeitig läuft alles gut. Die zwei verstehen sich super. Murph und Striker sind ja auch im selben Team. Pupti und Bloody Wolfie sind heute alleine unterwegs. Die beiden müssen halt schauen, wie sie da sich auf der Strecke zurechtfinden. Ja, wir sind bei Smoke gerade drauf, Bloody Wolfie. Alle noch in der Box. Ja, kribbeln, kribbeln, kribbeln.
Mal sehen, wie die Reifen auch so sind. Mal sehen, wie die Jungs ihre Boxenstopps einrichten werden. Ist auf jeden Fall interessant, das Ganze zu beobachten, das Ganze zu sehen. Taktiken sind bestimmt auch schon ausgearbeitet worden. Die Autos dürften gut eingestellt sein. Entsprechend werden sie jetzt bald an den Start gehen und bald wird es losgehen. Hier in Pau 2015, 2016 mit Ente, mit Bloody Wolfie, Smoke, Murph, Striker und Pupti. Letzte Saison Ente auf Platz 2 im Overall. Cup hat er für sich entschieden, aber im der Liga konnte er nicht an Smoke vorbeiziehen. Mal sehen, ob es heute klappt. Mal sehen, ob das heute funktioniert. Auch ein Gruß an Vampi, der leider heute nicht da sein kann. Durch die Zeitverschiebung des Rennens konnte er leider nicht da sein. Das Rennen wurde halt um eine Stunde verlegt, weil eben das Wetter nicht ganz so mitgespielt hatte am Anfang. Und zu hohes Risiko war, weil es hat sich zum Glück aufgelöst alles. Und die Jungs können jetzt hier bei trockenem Wetter starten. Wir sehen Ente neben Bloody Wolfie. Das wird jetzt interessant. Das Rennen in Pau 2015-2016 startet jetzt und Ente kommt ganz gut weg. Bloody Wolfie mit einem kleinen Durchdreher. Jetzt kommen wir auf die erste Kurve. Jetzt muss er aufpassen. Oh, Murph kommt da ganz hinten. Oh, da wird Ente gerammt. Da ist Bloody Wolfie hinter ihm rein. Smoke kriegt da Probleme. Kommt gegen die Bande. Muss jetzt aufpassen. Jetzt ist er hier auf Platz 3 zurückgefallen. Bloody Wolfie ist da hinten ganz schön in Bedrängnis. Es gibt da hinten einen riesen Crash. Da müssen wir ganz kurz hinschauen. Oh Gott, Bloody Wolfie auf 4. Wir haben Striker auf 5 und Pupti auf 6. Das war jetzt wirklich schlecht für Bloody Wolfie. Platz 4 hier. Smoke auf Platz 3 geblieben. Hoffen wir, dass dann ein Auto alles ganz geblieben ist. Aber wir sehen schon bei Bloody Wolfie, vorne fehlt der Flügel. Das war jetzt nicht gut für ihn. Schlecht reingekommen ins Rennen. Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Das habe ich gemeint mit Unerfahrenheit. Aber Ente vorneweg. Schön gemacht hier von Ente auf jeden Fall. Murph auf Platz 2. Murph hat am Anfang ein bisschen Probleme, hat ganz kurz die Bande berührt. Aber kommt hier ganz gut weg. Ist auf Platz 2. Smoke auf 3. Striker auf 4. Pupti auf 5. Und Bloody Wolfie auf 6. Der das Problem im Frontflügel hat. Da muss er wahrscheinlich direkt an die Box, weil sein Frontflügel den braucht halt. Weil sonst tut er hier echt zu arg die Bande mitnehmen. Pupti auf 5. Jetzt nochmal vorne. Smoke hinter Murph. Ist direkt an seinem Heck dran. Muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht doch noch sein Frontflügel vielleicht verliert. Weil die Dinger sind halt echt anfällig. Mal, wie sie durchfahren. Ente ist immer noch auf 1, kann sich hier gut absetzen. Murph nimmt bei Smoke ein bisschen Speed raus. Smoke wird es nicht wirklich stören. Aber jetzt greift er an. Jetzt sehen wir mal, ob er auf der Innenbahn vorbeiziehen kann. Auf der Startzielgerade, aber er versucht es doch noch nicht. Bleibt erstmal im Windschatten. Hinten sehen wir jetzt das Überholmanöver. Oh, da gibt es eine kleine Berührung. Da drückt sich Smoke gut durch. Murph muss aufpassen, muss dort die Tür doch aufmachen, weil Smoke elegant in der Mitte vorbeigezogen ist. Zum Glück ist da nichts weiter passiert. Jetzt gehen wir kurz zu Striker, zu Pupti und Bloody Wolfie, der jetzt an die Box kommt. Muss seinen Frontflügel tauschen. Vielleicht ist da auch noch mehr. Wir schauen mal. Ich hoffe, dass er nicht zu lange stehen bleibt, weil es sah echt gut aus für Bloody Wolfie mit dem Platz 2 im Qualifying. Aber da hat er sich echt verspekuliert hier mit seinem Start und hat ihn wirklich, wirklich schlecht durchgezogen. Schade für Bloody Wolfie. Jetzt auf dem letzten Platz muss gleich einen Boxenstopp einlegen. Da wird noch einer folgen müssen, weil der Tank wird ihm nicht lang. Bloody Wolfie steht sehr lange. Frontflügel ist jetzt schon wieder dran, aber wird wahrscheinlich auch schauen, was er jetzt machen kann. Ente auf Platz 1, Smoke auf 2, Murph auf 3. Das passt natürlich hier. Er ist Motorsports richtig rein. Oh, Murph mit dem Verbremser. Fast noch in den Reifenstapel. Er ist Motorsports somit auf Platz 1 und Platz 2 ist schön für die beiden Jungs, Smoke und Ente, die da jetzt vorne wegfahren können. Bloody Wolf jetzt endlich raus aus der Box. Wird aber eine schwere Zeit haben, sich da wieder ranzukämpfen. Weil er braucht ja wahrscheinlich noch einen Boxenstopp, bis er da vorne mitfahren kann. Ente ist unterwegs auf Platz 1. Smoke wird auch ein Teufeltum, hier jetzt richtig krass anzugreifen. Die beiden werden jetzt erstmal vorne wegfahren. Murph versucht hier dran zu bleiben, aber merkt schon ein bisschen den Klassenunterschied. Da muss Murph einfach mal schauen. Die Strecke hat ihm bis jetzt noch nicht so gut gelegen. Wir haben ihn öfters auch in der Bande gesehen oder auch fast in Reifen stapeln. Also da muss er aufpassen, dass er nicht irgendwas noch an seinem Auto beschädigt. Smoke direkt am Heck von Ente. Schnüffelt an den Auspuffgasen von Ente. Mal schauen, ob es einen Platzwechsel gibt oder ob die beiden sich einfach sagen, okay, passt alles, Reifen schon, wir sind 1 und 2, alles gut. Murph kann da auch nicht wirklich mithalten. Striker ist auch unterwegs im Sektor 2. Ist er schon ein Stück hinten dran. Pupti auf Platz 5 und Bloody Wolfie, der einsame Wolf, auf Platz 6. Bleiben wir mal vorne beim Spitzenduell. Ja, Ente und Smoke, die beiden haben sich gefunden und sind jetzt zusammen in einem Team Ares Motorsports und fahren jetzt hier vorne weg, Platz 1 und Platz 2 für die beiden. Also da muss man echt sagen, die Geschichte ist echt toll bei den beiden. Die haben einfach gezeigt, auch in der letzten Saison, dass die beiden einfach die
das Spitzenduo sind und fahren jetzt auch hier in Pau vorne weg. Smoke hat Ente reingenommen in sein Team und hat damit echt gut gelegen, denn Ente zeigt einfach, dass das richtig, richtig gut drauf hat und dass er hier auf der Strecke zeigen kann, was er kann. Pau liegt ihm vollkommen, das muss man schon sagen. Schon im Cup hat er bewiesen, dass er hier auch Rennen gewinnen kann. Zwei Stück hintereinander, damit im Cup natürlich weit, weit vorne ist. Striker kommt jetzt hier schön rum. Pupti kommt, ist nicht weit weg, da schauen wir dann mal, was passiert. Die nimmt die Kurve auch sehr, sehr gut. Bloody Wolfie ist natürlich sehr, sehr weit hinterm Feld. Ente und Smoke vorne weg. Er ist Motorsports mit Platz 1 und Platz 2. Wir schauen jetzt ganz kurz in die Timings rein, wie denn die Zeiten so ausschauen. In den Sektoren sehen wir halt einfach, da ist Smoke ganz knapp hinter Ente. Murph ist weit weg. 5 Sekunden ist schon ein Wort. Striker ist auch nicht so weit dran. Und ja, Bloody Wolfie hat fast eine Runde Rückstand. Insgesamt verliert Murph jede Runde ein bisschen. Wir gehen wieder in die Rennüberwachung, schauen wieder rein zu den Führenden. Wir gehen, glaube ich, mal bei Smoke mit rein in die Kamera. Links vorne, oder haben wir da, ja. Schauen wir einfach mal zu, wie die beiden sich hier schlagen, weil da sieht man auch ein bisschen, wie die Strecke sich ausweitet. Weil von außen betrachtet ist es gar nicht so schlimm, aber wenn man da mal drin sitzt in dem Wagen, es ist unglaublich schwierig hier auf der Strecke. Man hat kaum Platz, man muss echt aufpassen, was man hier macht. Weil einmal die Bande berührt, bedeutet schon fast ein Rennausfall, wenn man es nicht irgendwie hinbekommt, das Auto abzufangen und nicht komplett in die Bande zu setzen. Also wir sehen hier auch wirklich schön, wie Smoke hier die Strecke nimmt. Läuft alles wunderbar bei ihm. Auch Ente vorne nimmt es echt gut. Jede Kurve ist hier auf jeden Fall optimal gefahren bis jetzt. Man muss hier auch, man kann hier auch wenig auf Topspeed fahren. Also es ist echt, die Kurven sind entscheidend. Weil man hier einfach viel, viel Kurven hat. Man kann, muss auch aufpassen, wenn man in die Topspeed rankommt. Weil, ja, wenn man viel zu schnell ist und dann nicht mehr die Kurve kriegt, dann ist es schon aus. Da muss man echt vorsichtig sein. Smoke jetzt auf Startziel. Das sehen wir jetzt einfach mal, wie er weit weg von Ente ist. Also Ente hat die Kurven jetzt vorher vor Startziel viel, viel besser genommen. Aber Smoke kann da mithalten. Im Qualifying war Ente halt nochmal fast eine halbe Sekunde bis zwei Sekunden schneller als das beste Feld. So. Damit sind wir wieder bei Ente, der vorne mit Smoke fährt. Murph unterwegs auf Platz 3, sieht die 2 zwar, aber so richtig rankommt tut er auch nicht. Striker auf 4, Pupti auf 5. Da bin ich auch mal gespannt, ob Pupti noch an Striker dran kommt. Bloody Wolfie unterwegs auf Platz 6. Aber es ist bis jetzt tatsächlich so, dass Ente und Smoke sich einfach absetzen können. Ente sogar mehr noch. Smoke hat da anscheinend einen riesen Fehler gerade gemacht. Er ist jetzt wieder weit zurückgefallen. Murph kann ihn da eventuell wieder attackieren. Eventuell hat er auch ein paar kleine Probleme. Man sieht auch, er muss immer ein bisschen korrigieren. Vielleicht hat er beim Start doch ein bisschen mehr mitbekommen, als ich gedacht hatte. Ente fährt souverän vorne weg. Wirklich klasse von ihm, wie er hier auf der Strecke zeigt, was er wirklich kann. Smoke auf Platz 2. Nimmt schön die Kurve, da hat Ente kurz ein bisschen abgekürzt, da müssten wir mal schauen, dann später, ob die Stewards was dazu sagen oder nicht. Smoke 4 Sekunden hintereinander, da hat er wahrscheinlich echt einen kleinen Fehler gehabt. Weil Murph jetzt doch wieder recht nah dran ist. Striker gut unterwegs auf Platz 4, Pupti auf 5. Die halt hinter der Bestzeit 3,323 Sekunden hinten dran ist. Bloody Wolfie versucht ja erstmal Schadensbegrenzung zu machen und das Rennen irgendwie zu Ende zu fahren, weil aufholen wird schwierig. Oh, dann nimmt er nochmal ganz kurz die Bande mit. Und da auch nochmal. Also man sieht es schon, man hat kaum Auslauf. Wenn man irgendwo rauskommt, dann hat man direkt die Bande im Gesicht. Und das Auto leidet natürlich bei sowas. Schauen wir nochmal zu Smoke, wo Murph doch gut dran ist. Also man sieht schon, so enge Strecken fliegen dem Ente anscheinend. Der kann da echt, echt, richtig, richtig gut, ja, wegziehen. Und Smoke muss jetzt aufpassen, dass er nicht von Murph noch einkassiert wird. Wir sehen auch später dann noch die Reifen und Wechsel und die Tankstops. Da bin ich echt auch mal gespannt, wie die Taktiken der einzelnen Teams ausschaut. Oh, Striker ganz eng rum. Da muss man echt mal schauen, die Stewards werden das im Auge haben. Pupti unterwegs auf Platz 5. Hier nehmen aber alle echt ganz eng diese Dinger, da nimmt sich kein Fahrer was. Einziges, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, war glaube ich Smoke und Murph.
da ist auf jeden Fall demnächst was angesagt, um auf das Pakt hier an Smoke ranzukommen. Das wäre natürlich spektakulär. Er ist nicht mehr so weit weg und ich kann mir nicht vorstellen, dass Smoke 100% von seinem Auto rausholen kann, weil normalerweise fährt Smoke hier locker den Murph weg, aber derzeitig schaut es nicht danach aus. Striker Platz 4, da bin ich auch mal gespannt, ob Pupti da noch was holen kann. Derzeitig sieht es nicht so aus, weil die Abstände noch ein bisschen zu groß sind. Da gucken wir auch ganz kurz nochmal rein in das Timing. Pupti, ja, das sind 12 Sekunden Unterschied, also da muss Pupti sich schon ganz schön anstrengen, damit sie da wieder rankommt. Bloody Wolfie ist auf 6, also Runden derzeitig, also da wird schon einiges von ihm gefordert sein, dass er da überhaupt noch ans Feld rankommt. Aber wer weiß, in diesem Rennen ist alles möglich. Weil, man kennt es ja, die Strecke ist eng, die Strecke verursacht Fahrfehler, weil sie einfach so schnell und eng ist. Jetzt sehen wir halt auch, wie Ente langsam auf Bloody Wolfie aufläuft, soweit ich das sehe. Smoke immer noch vor Murph. Wobei Murph echt gut jetzt gerade unterwegs ist. Am Anfang ein paar kleine Fehler, aber die Konzentration ist wieder da, weil er Smoke vor sich zieht. Aber Ente hat auch ein bisschen, ja, langsamer gemacht, sage ich mal. Er hat halt gesehen, dass Smoke auch so ein bisschen rankommt. Einfach weil sich Ente wahrscheinlich auch denkt, ja, okay, wenn ich jetzt vor Smoke bin, da muss ich da jetzt auch nicht wirklich so rasant unterwegs sein, weil ist ja immer ein Teamkamerad, der wird schon aufpassen, dass Murph nicht an ihm vorbeikommt. Entsprechend kann ich meine Reifen schonen. Weil Reifen ist ja ein ganz großes Thema. Wenn man hier oft gegen die Bande kommt, muss man halt aufpassen, damit der Reifen auch nicht vom Auto wegfliegt. Und wenn man hier halt so stark wie Kurven rein bremsen muss, dann werden sind die Reifen halt auch sehr stark belastet. Wir sehen halt Bloody Wolf jetzt auf dem Weg. Er fährt ganz gute Zeiten eigentlich, 1,325 Sekunden hinter der Bestzeit. Aber wir sehen halt hinten dran Ente, Pupti auf 5 den Frontflügel verloren hat. Da muss zwischendrin was passiert sein. Wahrscheinlich hat sie irgendwo eine Bande mitgenommen, da wird es demnächst einen Boxenstopp für Pupti geben. Striker auf 4, damit ist das Rennen für Pupti jetzt auch nicht mehr so gut. Also da wird es wahrscheinlich sich eventuell auch hinter Bloody Wolfie einreihen. Murph noch hinter Smoke. Smoke konnte sich wieder ein bisschen absetzen und Ente hinter Bloody Wolfie. Da wird demnächst eine Überrundung anstehen. Schauen wir mal ganz kurz zu Pupti. Die fährt hier natürlich jetzt erst einmal extrem langsam über die Strecke. Wird wahrscheinlich auch in die Box kommen, so wie es ausschaut. Ja, da muss er an die Box. Der Frontflügel muss erneuert werden. Richtig schade für Pupti, die bis jetzt noch ein ganz gutes Rennen gefahren ist, aber da hat sie wahrscheinlich einen Fahrfehler auf der Strecke gehabt und muss jetzt erst einmal an die Box und ihren Frontflügel auslassen, so wie Bloody Wolfie zuvor, der jetzt hier auch einen kleinen Rutscher drin hatte. Lahme Ente muss dann aufpassen bei der Überrundung, dass er hier nicht aus Szenen von Bloody Wolfie abgeschossen wird. Ja, Smoke kann sich wieder ein bisschen absetzen. Wir bleiben mal kurz bei Ente, mal sehen, was für eine Zeit er hier rausfährt. Ja, auch 0,416 hinten dran, hinter seiner Bestzeit. Jetzt kommt es hier, glaube ich, demnächst zur Überrundung. Pupti ist immer noch in der Box. Das sieht sehr, sehr schlecht aus für sie. Es scheint aber erst einmal alles okay zu sein. Das Auto wird repariert. Wahrscheinlich wird es dann demnächst auch wieder weiterfahren können. Bloody Wolfie auf 5. Mir ist jetzt ganz knapp vor Ente. Und fährt hier jetzt in die Box. Wollte überrunden lassen, hat sich verbremst. Und nimmt hier Smoke die Vorfahrt. Das war jetzt nicht gut von Bloody Wolfie. Jetzt müssen wir ganz kurz bei Smoke schauen, wo alles heile ist. Ja, scheint so zu sein. Und Bloody Wolfie in der Mauer. Da gehen wir ganz kurz zu ihm. Großer Fehler. Und da kommt Murph an, der jetzt in ihn reinfährt. Oh Mann, ey. Das ist nicht gut für Bloody Wolfie. Das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht. Jetzt sehen wir auch noch, wie Striker hier an ihm vorbeizieht. Murph hat noch alles am Auto ganz, soweit ich das sehe. Er muss ein bisschen korrigieren. Na, es schaut ganz gut aus bei ihm. Ist okay, Smoke auf Platz 2. Also für Murph war das natürlich jetzt der GAU schlechthin. Hat jetzt viel Zeit auf Smoke und Ente verloren. Das war natürlich nicht so ganz so dolle. Striker ist da ohne Probleme vorbeigekommen, hat aber auch ein bisschen gerade sich verbremst, kurz die Bande berührt. Bloody Wolfie auf 5, aber der wird jetzt erstmal an die Box müssen. Eventuell gibt es da dann auch nochmal. Ja, da wird er sich ärgern. Da wird er sich richtig ärgern. Schade für Bloody. An der Stelle. Er muss jetzt erst einmal wieder alles reparieren. Ich weiß noch nicht, ob er weiterfahren kann. Das sehen wir dann.
Pupti auf Platz 6 hat ihren Frontflügel wieder dran. Enter auf 1, Smoke auf 2, Murph auf 3, Striker auf 4 und Pupti auf 5. Bloody steht immer noch, aber so wie wir das sehen, ist jetzt alles gut. Er macht jetzt auch wahrscheinlich seinen Tankstopp mit, weil jetzt, mein Gott, wenn er jetzt volltankt und seine Reifen erneuert, kann er vielleicht durchfahren. Ist vielleicht aber auch nicht so geschickt, wenn man schon so Probleme auf der Strecke hat mit dem Reifenverschleiß, aber das schauen wir dann einfach mal hin. Wir sehen gleich die Striker-Zeit in Sektor 2, da bin ich kurz, bleiben wir kurz dabei, mal sehen, was für eine Zeit er sich so rausholt. Ja, es sind fast zwei Sekunden, die da hinten dran ist. Murph kommt jetzt demnächst auf Startziel. Smoke gerade drüber mit 0,749 Sekunden Abstand zu Ente. Sehen wir Murph hier reinkommt, das ist schon ein bisschen eine höhere Hausnummer, 1,393 Sekunden hinter der Bestzeit. Ja, Smoke hat es noch geschafft, irgendwie im Bloody vorbeizukommen, auch wenn es da ein bisschen Probleme gab und Bloody ihm doch ein bisschen Weg stand, aber Murph hatte da größere Probleme. Weil er direkt in Bloody rein ist. Da hat er jetzt gerade eben die Bestzeit in Sektor 1 gefahren. Murph greift jetzt an, vielleicht hat der Rempler ihn aufgeweckt. Striker kommt aber auch bedrohlich nahe. Ja, Ente mit fast einer Sekunde hinter seiner Bestzeit in Sektor 2. Also wird schon schwer für ihn, da vorne ganz weit zurückzubleiben. Smoke auf Platz 2 unterwegs, kommt jetzt gleich ins Startziel. Da schauen wir ganz kurz zu, was er jetzt für eine Zeit hier fährt. Eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit. Smurf dürfte auch gleich auf Startziel sein. Mal sehen, ob er seinen Vorsprung da in Sektor 1 mitnehmen kann oder ob er doch hinten dran bleibt. Es sieht aber so aus, als ob er hinten dran bleibt. Ja. Schade, da hat er doch nochmal einiges verloren. Nochmal 3 Sekunden. Da hat er sich irgendwo verbremst auf der Strecke. Und Striker immer noch hinten dran. Das kann nicht so schlimm gewesen sein, aber er hatte halt in Sektor 1 die bessere Zeit und hat da noch 3 Sekunden verloren. Also ist schon heftig. Und auch jetzt schon wieder in Sektor 1 fährt er echt super, souverän. Immer eine Bestzeit. Aber dann verliert er auf der Strecke ein bisschen was. Also ihm scheint echt der Anfang ganz gut zu liegen, aber dann in Sektor 2 scheint er einiges zu verlieren. Smoke unterwegs, hinter Ente auf Platz 2, Murph auf Platz 3. Ja, dann nimmt er auch eng die Kurven, da versucht er echt alles, um irgendwie noch ein bisschen Zeit rauszuholen, aber schauen wir mal ganz kurz in Sektor 2, ob das wirklich... Ja, da verliert er einiges. Also wenn wir uns das anschauen, Sektor 1 super und in Sektor 2 verliert er halt einfach mal über eine Sekunde. Also da muss man schon sagen, da muss er in Sektor 2 schauen, dass er irgendwie seine Zeit verbessert. Da fährt Smoke und Enter viel, viel besser durch. Jetzt kommt er auf Startziel. Dürfte diesmal eine bisschen bessere Zeit werden. Ja, eine Sekunde hinten dran, also ein bisschen besser, aber er verliert halt Sektor 2 immer sehr, sehr viel Zeit. Bloody Wolfie fährt auch gute Zeiten, aber leider hat er schon zweimal in die Box müssen wegen seinem Frontflügel. Entsprechend wird er da vorne nicht mehr angreifen können, außer es passiert irgendwie was ganz Unglaubliches. Aber das glaube ich nicht, weil Ente ist viel zu souverän dafür, dass er da was anbrennen lassen würde. Smoke auch, er ist gut unterwegs. Kurze Rempler hat ihm nicht geschadet. Murph auf Platz 3 unterwegs. Da muss, also muss ich echt sagen, so Sektor 2 liegt ihm nicht wirklich gut. Viele Kurven, die er nicht optimal fährt und verbrennt sich auch ab und zu mal. Striker ist direkt hinter Murph, ein paar 1-2 Sekunden. Ja, 3 Sekunden circa. Puppt die ganz eng um die Kurve. Ich bin echt mal gespannt, wann Striker auf Murph auftrifft, weil im Moment sieht so aus, als ob er da echt aufholen könnte. Ja, das sieht man auch, er kommt immer näher. Smoke souverän auf 2 und Ente fährt vorne weg, also dem liegt die Strecke einfach. Da sehen wir RS Motorsports, wie sie einfach vorne wegziehen. Das ist natürlich ihr Ding, Pole Position und zweiter Platz, so muss das laufen. Haben sie den Start gut überlebt, im Gegensatz zu Bloody. Der einsame Wolf. Murph in Sektor 1 wieder unterwegs, mal sehen, was für eine Zeit er diesmal hinlegt. Ja, da ist auch schon wieder 2 Zehntel besser als die Bestzeit. Also im ersten Sektor kein Ding, super geil, aber irgendwo in Sektor 2 verliert er echt viel Zeit.
Die Kurve schaut jetzt auch ganz okay aus. Bleib mal ganz kurz bei Murph dran. Hier könnt ihr vielleicht ein bisschen enger fahren. Da rutscht er auch ein bisschen, also das ist auch nicht gut für die Reifen. Da kriegt er die Strecke ein bisschen besser gefahren. Schau mal, also es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß noch nicht genau, wo es jetzt gerade hängt. Mal schauen, wie seine Zeit wird. Ja, er verliert halt da echt fast, ja, 8 Zehntel. Einfach mal, weil er in Sektor 2 nicht so gut unterwegs ist. Wahrscheinlich kommt er zu spät aufs Gas. Also es ist einfach so ein paar Millisekunden später aufs Gas und er verliert halt schon mal eine halbe Sekunde. Das ist echt krass. Ja, aber diesmal unter einer Sekunde. Also verbessert sich auf jeden Fall. Striker ist viel langsamer. Murph ist richtig gut unterwegs. Er verbessert sich jetzt stetig. Er muss halt in Sektor 2 schauen, dass er da die Zeiten noch ein bisschen besser macht, als er sie bis jetzt hatte. Murph, schauen wir noch mal ein bisschen zu. Da ist jetzt ein bisschen langsamer in Sektor 1. Schauen wir dann mal vor. Ente, souverän, immer noch unterwegs. Also dann nimmt er auch die Kurven viel lässiger. Bei Murph sieht es immer so ein bisschen krampfhaft aus und Ente fährt einfach locker durch. Auch hier viel bessere Linie. Also das sieht man schon, die Unterschiede. Die Linie ist einfach besser, ruhiger. Das Auto liegt gut auf der Strecke. Auch Smoke sieht viel, viel ruhiger aus. Wenn wir uns da Murph hingegen anschauen, da sieht man einfach viel unruhiger. Zum Beispiel die Kurve hier. Da liegt Smoke und Ente liegen da viel besser in der Kurve. Also da wird er viel Zeit liegen lassen. Da muss er mal schauen, dass er da ein bisschen ruhiger wird. Und dann, ja, man sieht es einfach am Auto, wie es sich verhält. Ja. Bei Smoke und Ente, da liegen die Autos einfach auf der Strecke und es schaut gut aus und es wackelt nichts und ja, die kommen einfach gut rum. Und bei Murph sieht man immer so ein kleines bisschen, wie das Auto, ja, zappelt und er einfach nicht, ja, nicht so einfach durchfährt durch die Kurve, sondern so ein bisschen korrigieren muss und das kostet ihn halt am meisten Zeit. Ja, ist auch wieder, er ist immer gut in Sektor 1, wirklich richtig stark sogar in Sektor 1, aber dann sieht man hier zum Beispiel wieder der Verbremser, ja, viel zu schnell gewesen. Musste stärker reinbremsen, dadurch kommt er in der Kurve weiter raus. Da verliert man halt Zeit. Und jetzt nimmt er noch die Bande mit, also da, er versucht jetzt alles, um nochmal richtig ranzukommen, aber es liegt halt nicht an den Geraden und nicht an der Geschwindigkeit an sich, sondern wirklich tatsächlich, schaut hier. Er berührt immer ganz leicht die Curbs an der Stelle. Und da muss er aufpassen, weil das kostet echt sau viel Zeit, wenn man da kurz quer steht. Vor allem kostet es Reifen. Noch viel wichtiger, weil je schlechter die Reifen werden, desto schlechter für die Strecke. Weil hier gibt es keinen Auslauf, man hat keine Möglichkeit irgendwie auszuweichen. Bloody Wolf hat sich auch langsam ein bisschen gefangen. War kein Flügel weggeflogen. Oh, 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 oh. Da wäre es fast nochmal so weit gewesen. Da kommt man gerade dazu und will erzählen, jo, alles gut, der Junge hat sich gefangen und dann fährt er fast in den Reifenstapel. So, Murph Sektor 1. Er nimmt zu viel Curbs mit, also wirklich tatsächlich. Zu viel Curbs bei Murph. Oh, nochmal eine gute Zeit. Oh, Smoke ganz kurz in der Bande gewesen. Kostet natürlich auch gut Reifen, wenn er zu steil reinkommt, kann es natürlich passieren. Seht ihr? Das meine ich. Ich nehme es auch kurz die Curbs mit, aber irgendwie das Auto liegt ruhiger. Wahrscheinlich ist auch die Abstimmung vom Auto einfach besser bei Smoke und bei Ente. Die haben vielleicht eine andere Federung auch drin. Da hat jetzt Ente die Kurve auch nicht optimal genommen. Aber es sieht schon, die Autos sind viel ruhiger. Also bei Murph, wenn man sieht, oh, da hat er nochmal die Bande kurz berührt. Bei Murph sieht man halt, ja, die Feder ist wahrscheinlich nicht gut eingestellt für die Strecke. Wahrscheinlich zu hart, so wie das im Moment ausschaut. Ja, man sieht schon. Oh, 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 oh. Da muss Murph aufpassen. Da verliert man auch leicht mal einen Reifen. Vorne links eingeschlagen gewesen. Jetzt schauen wir auf die Zeit, aber das wird keine gute werden. Nein, das sind 2,36 Sekunden hinter der Bestzeit. Striker kommt jetzt auf Startziel. Da dürfte eventuell ein bisschen aufgeholt haben. Ja, eine Sekunde aufgeholt. Bloody Wolfie immer noch unterwegs, immer noch Flügel dran, sehr gut. Er muss sich jetzt halt erstmal an das Renngeschäft gewöhnen. Also Qualifying super geil, der Junge fährt sein Ding und es funktioniert, aber im Rennen ist er noch zu aufgeregt. Da muss er einfach ein bisschen ruhiger werden. Er ist halt noch neu im Renngeschäft, also der Junge, wenn der so weitermacht wird er, und sich ein bisschen Erfahrung sammelt, dann wird er noch ein richtig guter.
da freue ich mich auch schon drauf, dann, wenn er mal so, ja, Mitte der Saison sich langsam gefangen hat. Und wir sehen jetzt langsam hier das Duell an der Front zwischen Smoke und Ente, denn Smoke hat hier jetzt Platz 1 reingeholt. Schönes Ding auf jeden Fall für das Team, da hat er irgendwo überholt. Leider haben wir das nicht auf Kamera gehabt, weil ich damit jetzt absolut nicht gerechnet habe, dass es in so kurzer Zeit einen Führungswechsel gibt. Aber Smoke hinter, vor Ente, jetzt versucht Ente hier nochmal anzugreifen, kommt auf der Innenbahn, jetzt muss Smoke aufpassen, berührt hier ganz kurz Ente, jetzt hat Ente hier wieder die Führung übernommen, die beiden schenken sich nichts, obwohl sie im selben Team sind. Sehr schön gemacht von Ente, der sich hier nochmal vorbeischlängelt an Smoke. Jetzt versucht Smoke nochmal anzugreifen, versucht hier nochmal auf die Innenbahn zu kommen, aber da ist Ente einfach zu schnell, da kommt er nicht ran. Jetzt gibt es hier nochmal die Linkskurve, danach kommt gleich wieder die Rechtskurve. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze laufen wird, ob Smoke hier nochmal angreifen kann nach dieser Kurve oder ob Ente da gut wegkommt. Ente kommt richtig gut weg. Somit bleibt jetzt erstmal die Platzierung wieder, die alte Platzierung wieder hergestellt. Smoke auf 2, Ente auf 1. Aber Smoke gibt sich da nicht geschlagen. Also obwohl die beiden im selben Team sind, schenken sie sich hier nichts. Da gab es auch eine leichte Berührung. Ganz kurz zu Murph, der jetzt wieder unterwegs ist. Da kommt jetzt nochmal ein bisschen Action hier in das Duo an der Spitze rein. Jetzt Smoke nochmal am Heck von Ente. Versucht sich im Windschatten gut zu behaupten. Kommt jetzt auch gut in die Kurven rein. Jetzt schauen wir mal. Ente versucht hier ein bisschen auszubremsen. Aber Smoke ist routiniert genug, dass dem nicht zu folgen und bleibt gut dran. Smoke hinter Ente, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussehen wird. Ente immer noch vorne, Smoke an seinem Heck, versucht jetzt noch einen Windschatten rauszuziehen, aber schafft es, sie versucht es auf der Außenbahn, aber da steht Ente natürlich in der Innenbahn viel, viel besser. Ente immer noch in der Innenbahn, aber Smoke konnte mehr Geschwindigkeit mitnehmen, somit jetzt die Platzierungswechsel, Ente jetzt hinter Smoke. Schön gemacht von Smoke, der einfach mal außen vorbeigezogen ist, mehr Geschwindigkeit mitnehmen konnte und somit auf der Außenbahn Ente überholt hat. Schön von Smoke, also da gibt es jetzt immer wieder mal einen Platzierungswechsel an der Spitze, Smoke gegen Ente. Also richtig gut, kein langweiliges Rennen hier an der Spitze, was ich zunächst erwartet habe, weil selbes Team, mein Gott, da fährt man einfach vorne weg und schaut, dass die Reifen einfach mal ein bisschen länger halten. Aber die geben sich hier einfach nicht, sie versuchen ja erstmal den Platz hier für sich zu beanspruchen, weil Smoke ist ja auch im Team eigentlich, ja, der höher Platzierte, er hat auch letztes Jahr gewonnen in der Liga, Ente wurde Zweiter, da hat sich auf jeden Fall ein Traumduo gefunden, aber die schenken sich ja nichts. Die kämpfen trotzdem immer noch um Platz 1 und Platz 2. Natürlich fair, es versucht keiner einen anderen abzuschießen, weil das wäre ja noch die Höhe, wenn die beiden sich da gegenseitig abschießen würden. Aber derzeitig ist das nicht der Fall und ist auch gut so, vorne Smoke, vor Ente. Dann hinter haben wir Murph, der jetzt hier leicht ins Rutschen kommt. Striker auf 4, Pupti auf 5 und Bloody Wolfie einsam auf Platz 6. Mal schauen. Er muss sich jetzt einfach an die Strecke gewöhnen. Smoke kommt jetzt gut weg, hat hier guten Abstand zu Ente. Was er schön gemacht hat, war einfach hier die Außenbahn zu nehmen, mehr Geschwindigkeit mitzunehmen und Ente damit zu überraschen. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Ente war wahrscheinlich auch genauso überrascht wie ich. Ganz kurz. So, das sind wir wieder. Smoke auf 1 unterwegs. Mein Hals ist leider noch ein bisschen lädiert, aber so langsam wird's wieder. Smoke auf 1. Und ich sollte vielleicht dann nochmal hier auf Ende schauen, der jetzt gut an Smoke wieder rankommt. Also die beiden sind echt... Oh, Smoke mit dem Fehler. Kommt jetzt in die Bande, muss jetzt aufpassen, muss die Außenbahn nehmen. Ente jetzt locker vorbei, weil Smoke einen kleinen Fehler gemacht hatte. Was auch immer da passiert ist, bei Smoke hat sich verbremst und kam in die Bande. Damit hat er jetzt Ente wieder vorbeigelassen. Das war ja eine einfache Überholung, nicht ganz so spektakulär wie auf Startziel, aber mit sowas muss man halt auch mal rechnen. Smoke wieder hinter Ente und Ente wird da jetzt auch einen Teufel tun, ihn nochmal vorbeiziehen zu lassen. Da schauen wir nochmal zu. Ja, diesmal nimmt er die Kurve auch viel besser. Smoke kann da auch nicht angreifen, viel zu weit weg. Schönes Duell da vorne an der Spitze. Jetzt versucht Smoke nochmal auf der Innenbahn, aber da kommt Ente locker weg. Somit muss Smoke erstmal im Windschatten bleiben. Bin ich mal gespannt, was da vorne jetzt passiert. Wir sehen, dass Ente gut Kampflinie fährt und ihm keinen Platz lässt. Jetzt versucht... Oh, Smoke nochmal mit einem Fehler. Versuchte nochmal innen zu beschleunigen, aber da hat das Heck wieder ausgeschlagen. Also das hat auch Ente vorhin gesagt, das Heck ist hier echt problematisch auf der Strecke. Da muss man aufpassen, was man tut. Und wenn man dazu arg beschleunigt, schlägt das Heck schnell, schnell aus. Aber man sieht halt, die fahren da über die Curbs, es passiert nichts. Und wenn wir halt bei Striker oder bei Murph dann zuschauen. Murph war jetzt an der Box, damit Striker jetzt auf Platz 3, also der erste Boxenstopp ging von Murph aus. In Runde
Runde 23, also oder 22, sehr, sehr schön. Damit jetzt auf jeden Fall ein früher Stop hier für Murph, der aber versucht natürlich jetzt durchzufahren. Pupti war schon in der Box, Bloody auch, aber die mussten ja Frontflügel tauschen, also entsprechend müssen wir mal schauen, wie das Ganze läuft. Wir sehen auch, Pupti ist hier vor Bloody Wolf, wie der langsam rankommt. Also die Qualität hat er aufzuholen. Smoke auf 2 versucht jetzt nochmal, aber da kommt er nicht, ist dann viel zu weit weg zum Angreifen. Vorne das Spitzenduell auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil Smoke ist, hat ja jetzt die letzten Rennen alle gewonnen und Lamente war immer Zweiter. Mal schauen, ob es diesmal auch so wird oder ob Ente einfach mal vorne bleiben kann. Aber wie man sieht, Smoke hat die Qualität hier am Ente als vorbeizufahren. Wenn er denn möchte und nah genug rankommt. Er hat auf jeden Fall im Moment im mittleren Teil des Rennens ein bisschen stärker auf seiner Seite. Hat jetzt gerade eben aber ein bisschen weit die Kurve genommen. Da muss er also aufpassen, weil wie gesagt, die Reifen können ja auch mal schnell weg sein. Murph auf 3, der muss aber auch noch zum Boxenstopp. Nein, der war schon beim Boxenstopp, weil jetzt Striker auf Platzierung 4 wieder ist. Striker ist am Boxenstopp, Murph war ja schon. Fährt in Sektor 1 echt klasse, Weltklasse sogar. Aber schafft es einfach nicht, in Sektor 2 seine Leistung zu bringen. Wahrscheinlich fehlt ihm einfach da die Abstimmung vom Auto, ist nicht perfekt abgestimmt auf die Strecke. Da muss er doch mal mit seinen Ingenieuren reden und seinen Mechanikern, ob er da nicht vielleicht noch was verbessern kann. Für das nächste Mal. Man sieht auch, er kommt hier echt weit raus, sein Auto ist nicht so stabil. Wenn wir jetzt hier schauen, da war es jetzt okay. Aber es ist immer so ein bisschen kleiner Wackler drin. Striker jetzt wieder raus aus der Box, Pupti und Bloody Wolfie. Bloody Wolfie will hier natürlich nochmal angreifen, muss aber aufpassen, dass er nicht zu viel will. Ganz kurz die Bandberührung hier. Ente immer noch vor Smoke vorne. Da gehen wir doch mal direkt nochmal zu Bloody Wolfie. Ich weiß auch nicht, da müsste ich jetzt ganz kurz schauen, inwieweit er da jetzt was aufholen kann oder überholen kann. Er ist halt eine Runde hinten dran, könnte eine Runde aufholen. Ja, Bloody Wolfie wieder mit einem Fehler anscheinend. Weil da ist er jetzt wieder weit weg, hat einen Fehler gemacht, kommt jetzt erstmal an die Box. Will jetzt erstmal seinen Boxenstopp einlegen, seinen regulären, war ja schon zweimal wegen Flügel an der Box, jetzt geht er erstmal zum Tankstopp hier rein. Striker hat schon getankt, Murph auch, ich bin gespannt wann... Oh, Angriff hier von Smoke, hat sich wieder an derselben Stelle vorbeigeschlängelt an Ente, wieder schön die Außenbahn genommen, schön die Geschwindigkeit wird genommen, also Ente muss da echt mal schauen, das ist so die Stelle, wo Smoke einfach besser ist als Ente und das nutzt er gnadenlos aus. Richtig schön von Smoke gemacht. Da müssten aber auch demnächst die Boxenstopps anstehen. Vielleicht bleiben sie noch so 2 bis 5 Runden draußen. Oder sie kommen jetzt rein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das kann ich natürlich auch nicht wissen. Aber ich denke mal, so ein paar Runden länger bleiben sie draußen, weil sie genau wissen, wir sind jetzt vorne. Wir haben die Möglichkeit, am Ende des Rennens vielleicht nochmal mit guten Reifen nochmal ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Aber schön von Smoke. Immer die gleiche Stelle. Die hat er sich ausgeguckt. Das ist seine Lieblingsstelle zu überholen derzeitig. Richtig gut von Smoke auch gemacht. Ente bleibt da jetzt hinten dran. Kann auch gerade nicht angreifen, hat noch nicht die Entfernung, um das zu tun. Murph in Sektor 1 unterwegs. Also mal schauen, was er diesmal... Ja, er ist immer gut unterwegs in Sektor 1. Wirklich unglaublich. Aber Sektor 2. Das Leid eines Murphs in Sektor 2. Da würde ich gerne echt... Ja, ich weiß auch nicht. Da würde ich einfach mal gerne anschieben. So, komm, jetzt zieh mal deine Zeit durch. Da hast du auch die schnellste Rennrunde. Das ist tatsächlich, also... Ich kann es mir halt nur so erklären, dass das Auto nicht perfekt abgestimmt ist hier auf Sektor 2. Man sieht es auch, er wackelt immer so ein bisschen. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, auch hier, da rutscht er ein kleines bisschen. Hier auch, kommt in die Bande rein. Also, die Kurve hat er einfach auch noch nicht so raus. Jetzt muss er aufpassen. Striker gut unterwegs, Pupti auch. Bloody Wolfie ist jetzt draußen. Schade für ihn. Schade für Bloody. Aber da hat er jetzt leider... Oh, Pupti mit dem Fahrfehler. Da hat er leider, war er zu hektisch und hat jetzt das Rennen abgebrochen. Wahrscheinlich zu viel Schaden am Auto verursacht. Schade für Bloody. Aber er will wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt die anderen in Gefahr bringen hier auf der Strecke. Murph, Ente, Smoke. So sieht es tatsächlich aus von Platz 3 bis Platz 1. Schade für Bloody Wolfie. Also wie gesagt, der Junge...
Das ist versprechend für die Zukunft, glaube ich auch. Er ist echt stark unterwegs, er kann echt auch was auf die Strecke zaubern. Sein Problem ist immer nur das Rennen und da muss er halt einfach schauen, dass es läuft. Guckt ihr jetzt auf dem Weg in die Box? Macht jetzt erstmal ihren Boxenstopp. Smoke vor Ente. Mal sehen, wann die zwei ihren Boxenstopp einlegen werden. Na, schade für Bloody Wolfie. Es tut mir echt leid. Der Junge ist neu im Renngeschäft hier in der BK-Liga. Fährt echt gute Zeiten, aber hat dann auch viele Fehler drin. Da wird er noch reinkommen. Da glaube ich dran. Striker mit dem kleinen Verbremser ist jetzt auch kurz in den Reifenstapel rein. Und vorne immer noch Smoke und Ente, die hier souverän Platz 1 und Platz 2 fahren. Murphy ist jetzt an Pupti dran. Oh, Striker hat ganz schön Probleme mit dem nächsten Fahrfehler hier. In der langgezogenen Linkskurve. Direkt nach Sektor 1 Zeitnahme. Nicht direkt vor Start und Ziel. Jetzt kommt er hier nochmal in die Schikane rein. So, hat jetzt ganz schön Probleme, ist weit hinten dran. Ja, Pupti hat einen Boxenstopp gemacht, deshalb die Zeit. Murph kommt da jetzt langsam dran. Jetzt haben wir auch den ersten Boxenstopp von Smoke gesehen. Ente ist auch direkt reingefahren, beide gleichzeitig. Ente steht aber ein bisschen länger als Smoke. Murph kommt jetzt vorbei. Und kann auf Platz 2 kommen. Hat jetzt, muss aber auch noch... Der war ja schon an der Box. Also, gute Boxenstrategie. Ente steht immer noch. Was braucht der Junge denn so lange? Ist ja brutal. Da scheint es Probleme zu geben. Jetzt geht es wieder weiter, aber das hat ihm ganz schön viel Zeit gekostet. Platz 3 für Ente. Suboptimal. Murph hat sich jetzt noch 2 vor. Ja, gestohlen kann man fast sagen. Also, perfekte Boxenstrategie. Eigentlich, aber eigentlich lag es nur an Ente, der hier Probleme hatte an der Box. Da müssten wir eigentlich mal schauen, was da passiert ist. Das sieht man auch. Extrem weit viel Zeit verloren. Schade für Ente. Wahrscheinlich hat irgendwas nicht funktioniert. Da hat seine Boxencrew echt nicht aufgepasst. Hat jetzt neue Reifen. Rutscht damit natürlich ein bisschen am Anfang. Aber die wird sich noch einfahren. Murph. Respekt. Hat es geschafft auf Platz 2. Smoke auf 1. Smoke natürlich jetzt wieder freien Fahrt. Das sieht man auch. Ja, er ist, sag ich mal, 30 Sekunden an der Box gestanden, ungefähr. Sieht man jetzt auch in der Zeit, ja. Sind ungefähr 30 Sekunden in der Zeit in der Box verloren. Murph natürlich draußen geblieben und Ente, da müssen wir jetzt einfach mal draus schauen. Also, wenn ich mir das so anschaue, war der fast eine Minute da gestanden. Also wirklich tatsächlich, das ist krass. Also, wenn man sich die Zeit so anschaut, es war echt fast eine Minute, die er da in der Box verbracht hat. Was auch immer da passiert ist, es war nicht gut für Ente. Ja, das ist echt eine Minute, die er da einfach mal an der Box stand. Krass. Also schade für Ente, dass er da einfach mal ja, die doppelte an Zeit gebraucht hat. Aber es kann natürlich passieren, wenn die Mechaniker da nicht aufpassen, seine Boxencrew nicht aufpasst. Dann kann sowas schnell mal passieren. Smoke damit jetzt souverän auf Platz 1, führt das Feld an. Murph auf 2, der ist aber auch nicht mehr so weit weg. Kommt jetzt auf Striker. Der ganz schön Probleme auch hatte. Ente auf Platz 3, Striker auf Platz 4. Ist da auch gut an Ente rangekommen. Einfach dieser lange Boxenstopp, der hat Ente eventuell das Rennen gekostet. Wir haben jetzt ja nicht mehr so viele Runden vor uns. Es sind ja eigentlich nur noch 20 Stück, also mehr, weniger als die Hälfte. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Pupti jetzt mit 5 Sekunden Rückstand durchs Ziel gerade gefahren. Platz 4 für Striker, der jetzt hier auf... Ja, der von Murph überrundet wird demnächst. Ente auf 3, da muss er schauen, wie er rankommt. Jetzt sehen wir die Überrundung hier von Murph an Striker. Schön Platz gemacht von Striker, Murph auf Platz 2. Der kann, wenn er das zu Ende fährt hier, richtig gut. Platz 2 noch rausgefahren, einfach nur
Ja, mit einem guten Boxenstopp, gut durchgezogen und natürlich mit dem Fehler bei Entes Boxencrew. Schade für Ente auf jeden Fall. Der jetzt aber hier in Sektor 1 nochmal eine gute Zeit hingelegt hat. Er will jetzt natürlich angreifen mit neuen Reifen, die jetzt auch eingefahren sind, ist das natürlich möglich. Schauen wir einfach mal, ob Smurf bis zum Ende reicht, weil ich jetzt Ente kommt da eventuell nochmal dran, wenn er da jede Runde nochmal so 2-3 Sekunden rausholt, wird es zum Ende nochmal knapp für Murph. Smoke jetzt auf der Stadt Ziel. Schauen, ob so eine Zeit er da rausholt. 1,24 Sekunden. Murph. Platz 2 ist da auch richtig stark unterwegs. Also kommt da auch ein Smoke langsam ran. Wenn er so weiterfährt, sehe ich für Ente echt zappenduster. Oh, Ente mit dem Fehler. Hat gerade noch das Auto abgefangen bekommen. Also läuft jetzt nicht bei Ente. So souverän, wie er da von Paul losgestartet ist und dann einen Zweikampf da mit Smoke geführt hat, so schlecht läuft es jetzt für ihn. Schade, ich habe ihm echt viel ausgerechnet auf der Strecke. Und vielleicht läuft es ja auch noch. Vielleicht kommt er ja nochmal dran. Ja. Es sind nur noch 5 Autos im Rennen, leider, weil Bloody Wolfie leider ausgeschieden ist, aber so ist das eben. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Timings rein. Also was wir sehen ist, Murph kommt echt an Smoke dran, ist 4,3 Sekunden gleichzeitig hinten, 4 Sekunden, jetzt holt er langsam auf. 3,9, ja, also 4 Sekunden ist er derzeitig hinten dran. Ente ist 26 Sekunden hinten dran, also da kann auch noch mal angreifen. Da gibt es vielleicht noch mal ein schönes Duell vorne zwischen Smoke und Murph und vielleicht kann Ente dann auch noch ein bisschen eingreifen. Striker und Pup, die sind leider zu weit weg, dass sie jetzt in dem Rennen vielleicht noch was reißen könnten. Schauen wir, vielleicht wird da doch noch was draus. Aber Murph überrascht mich jetzt. Er macht jetzt vieles gut, vielleicht hat er jetzt endlich in Sektor 2 ja, seinen Weg gefunden, wie er da besser durchkommt. Und Sektor 1 läuft ja immer ganz gut. Ja, auch wieder gut an der Bestzeit dran von Sektor 1. Und Smoke fährt vorne weg. Schont auch ein bisschen Reifen wahrscheinlich. Das sehen wir auch. Oh, Murph in einem kleinen Quersteher, aber hat er noch gut abgefangen. Nichts passiert. Bleibt gut dran. Ich bleibe ganz kurz mal beim Murph, weil es doch interessant ist, wie er sich jetzt in Sektor 2 schlägt. Da bin ich echt mal auf die Zeiten auch gespannt, wie es da jetzt läuft für ihn. Ja, das Auto liegt immer noch nicht optimal, aber besser. Eigentlich hat der Reifenwechsel ihm ja echt geholfen, hier nochmal auf die Strecke zurückzukommen. Und nochmal ein bisschen Zeit rauszufahren. Schauen wir mal. Ah, da hat er sich leider verbremst. Ja, ist okay. Er hat nicht so viel Zeit verloren wie zuvor, aber doch noch einiges. Smoke jetzt über die Ziellinie. 404. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, da hat er nochmal eine halbe Sekunde verloren auf Smoke. In dieser Runde. Ente jetzt auf dem Weg auf Startziel. Mal sehen, was für eine Zeit er so rausfährt. Aber es sieht dann heraus, dass er doch recht langsam unterwegs ist. Oh, obwohl er die neue Bestzeit gefahren. Recht langsam. Ah, da habe ich mich verschaut. Muss ich doch mal zugeben. Also da Ente versucht jetzt natürlich anzugreifen. Läuft jetzt auf Pupti auf. Jetzt haben wir Smoke immer noch vorne auf Platz 1 und hinter ihm Murph, der jetzt aber richtig gut auf der Strecke ist. Wie gesagt, er hat überrascht mich gerade, dass er da echt gut mithalten kann. Vorher war es immer so ein bisschen ein kleines Problem, aber Murph hat jetzt auch freie Fahrt, kann hier zeigen, was er kann. Auch hier nimmt er jetzt die Kurve viel besser, kommt zwar kurz ja, ins Rutschen, aber das kann er leicht ausgleichen. Jetzt bleiben wir ganz kurz dran. Oh, die Kurve hat er jetzt schlecht genommen, das kostet wieder so eine 2-3 Zehntel. Aber diesmal viel besser, ist viel, viel besser unterwegs als vor dem Reifenwechsel und vor dem Boxenstopp. Also muss ich schon sagen, Murph tat der Boxenstopp gut, kurz mal ausholen und Kopf frei machen. Und jetzt zieht er vorne auch Smoke schon langsam, also da kann der Smoke eventuell nochmal angreifen. Ente ist da noch viel zu weit weg, aber vielleicht reicht es ihm bis zum Ende des Rennens nochmal an Murph ranzukommen. Striker natürlich eine Runde hinten, Pop die zwei Runden hinten, also da wird nicht viel passieren. Da nimmt sie ganz eng die Kurve. Ist vielleicht auch nicht so geschickt fürs Auto, wenn es da jedes Mal aufschlägt. Und Murph in Sektor 1 natürlich richtig bärenstark. Kommt da immer näher an Smoke ran. Also da wird es nochmal ein richtig starkes Duell vorne drin geben. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Wenn die beiden mal aufeinander kommen. Weil Ente und Smoke kennen wir ja schon auch. Murph gegen Smoke. Da bin ich gespannt, ob Murph da die Nerven behalten kann und gegen Smoke hier eventuell sogar noch angreifen kann.
Schön von Murph, wirklich. Also da nochmal zurückzukommen und sich Platz 2 zu holen und sogar Platz 1 angreifen zu können in den nächsten paar Runden. Das ist richtig stark, richtig gut. Ente auf Platz 3 unterwegs. Ah, der nimmt jetzt auch die Kurven nicht mehr so schön, wie er sie vorher genommen hatte. Versucht hier natürlich ranzukommen mit allen Mitteln. Um eventuell nochmal an das Spitzenduo ranzukommen. Und da ist er richtig schnell unterwegs. Ente mit einer richtig krassen Zeit in Sektor 2. Fast 8 Zehntel hinter der Bestzeit. Vor der Bestzeit. Jetzt kommt er hier auf Startziel. Da bleibe ich mal ganz kurz drauf. Was macht denn Ente? Der hat jetzt erstmal wieder gelernt, das Auto zu fahren, oder wie? Oh, 8.08 vor der Bestzeit. Krass, also Ente versucht jetzt echt hier nochmal ranzukommen. Murph, Smoke mit einem kleinen Bremsfehler, wie ich das gerade gesehen hatte, aber es war nicht weiter schlimm, kommt hier gut raus. Murph ist nicht so weit weg. Ich hoffe, dass wir nochmal einen Blick nach hinten kriegen. Ja, dafür ist die Kurve leider zu eng. Aber wir hören schon, wie Murph so hinten dran immer näher kommt. Mal sehen, jetzt Sektor 2 dürfte gleich die Zeitnahme kommen. Da bleiben wir ganz kurz bei Smoke. Mal sehen, was der hier so auf den Tisch legt. Ja, fast eine Sekunde. Ja, auch bei Murph fast mehr als eine Sekunde sogar. Also die zwei, die werden da gegen Ente noch Probleme bekommen, wenn der jedes Mal eine Sekunde aufholt und sie eine Sekunde zur Bestzeit verlieren. Da wird Ente nochmal gut drankommen. Das sind 2 Sekunden. Also so in 10 Runden dürfte er da dran sein, wenn das so weitergeht. Und da ist er nochmal richtig schnell. Smoke über Startziel. Ja, beide ziemlich mit einer ähnlichen Zeit. Smoke und Murph. Jetzt kommt Ente. Da bleiben wir jetzt ganz kurz dran. Also Ente mit freier Fahrt. Ist keine lahme Ente, sondern eine richtig schnelle Ente hier. Und eine halbe Sekunde. Also das ist nur 1,5 Sekunden, die er einfach mal rausgeholt hat. Jetzt haben wir da Gelbphase. Smoke von Murph gecasht. Anscheinend hatte Smoke dann einen kleinen Fehler gemacht. Das war auch die Gelbphase. Oh Gott. Also für RS Motorsports läuft es gar nicht dafür. Für Murph so richtig. Wahrscheinlich ein kleiner Fehler von Smoke an der Stelle, der halt die Gelbphase da verursacht hatte. Weil anders kann ich es mir gerade nicht erklären, wie Murph so schnell an Smoke vorbeigekommen ist. Also stark von Murph hier. Platz 1 jetzt erobert. Das erste Mal in diesem Rennen, dass jemand anders als ein RS Motorsports Fahrer hier auf Platz 1 steckt. Smoke versucht natürlich jetzt alles hier ranzukommen und sich Murph zurechtzulegen. Wird ein spannendes Duell da vorne, vor allem weil Murph jetzt auf Platz 1 ist und Smoke hinter Murph ist. Er hängt jetzt am Heck dran, versucht jetzt im Windschatten auf die Zielgeraden zu kommen. Jetzt schauen wir mal, wie er sich hier durchstellen kann. Murph vor Smoke. Smoke versucht jetzt anzugreifen. Bleibt lange im Windschatten. Vielleicht kann er wieder außen überholen, wie er es gegen Ente getan hat. Aber Murph fährt hier eine viel weitere Kurve. Smoke versucht es, aber kommt nicht vorbei. Ente hat es hier schlechter gemacht als Murph. Und damit der Fehler jetzt bei Smoke. Smoke hat sich kurz gedreht, konnte aber sein Auto abfangen. Murph, richtig krasse Kampflinie hier. Hat sich verteidigen können. Hat es besser wie Ente zuvor gemacht. Und hat jetzt Smoke erstmal die Grenzen aufgezeigt. Natürlich, Ente versucht nicht seinen Mitfahrer aus seinem eigenen Team wegzuhauen. Hat natürlich nicht so krasse Kampflinie. Aber Murph auf Platz 1. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Murph hier das Rennen anführen kann. Und er zeigt auch, dass er ja vorne mitfahren kann. Also Smoke muss aufpassen, dass er hier nicht einen Fehler nach dem anderen produziert, weil das hat ihn jetzt viel Zeit gekostet. Murph mit richtig krasser Kampflinie versucht hier in Pau einfach alles, um jetzt seinen Platz 1 zu sichern, um hier RS Motorsports mal in die Schranken zu weisen. Denn die beiden, Smoke und Ente, hatten bis jetzt alles geholt von, mit Platz 1 und Platz 2. Und Murph könnte da jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Murph auf 1 vor Smoke. Smoke versucht natürlich hier ranzukommen, bleibt am Heck dran, versucht hier jetzt im Windschatten zu kommen, aber ist viel weiter weg als in der zuvorigen Runde. Kann natürlich hier jetzt nicht angreifen. Da fährt auch Murph jetzt eher Ideallinie. Vorher ist er viel weiter draußen gefahren, aber Smoke wieder dran, Smoke im Windschatten. Jetzt schauen wir mal kurz zu Ente, der auf seine Zeit. Ja, richtig schöne Zeit, hat nochmal eine schöne Zeit hingelegt. Murph auf 2, Smoke auf 1, da ist man kurz mal weg, weil man einfach denkt, da passiert nichts, aber Smoke hat es geschafft, Murph wahrscheinlich wieder mit einem Fahrfehler, so wie das Auto, also da passiert ein Fahrfehler nach dem anderen, da darf ich eigentlich nicht mehr wegschalten von den beiden. Ente in Platz 3 kommt zwar dran und die beiden da kommen kämpfen, aber das wird vielleicht noch eine Dreiergruppe werden, aber zunächst ist erstmal wichtig, dass Smoke mit Murph zusammen da vorne fährt und Murph wieder auf Platz 2 ist, der wahrscheinlich auch einen Fahrfehler gemacht hat, weshalb Smoke jetzt wieder auf Platz 1 fährt. Richtig krasses Duell da vorne drin in der Spitze, also man muss schon sagen, die Strecke ist schwierig, die Strecke provoziert förmlich Fehler und man sieht's, da wechselt er vorne von jetzt auf nachher einfach mal die Spitze und Smoke hat jetzt wieder profitiert, also
unglaublich, was die beiden Jungs hier auf die Strecke zaubern. Richtig, richtig krass und vor allem auch die Fehler, leider Fehler, die hier jetzt gerade darüber entscheiden, wer vorne ist und wer nicht. Aber so ist es eben und Pau ist jetzt nicht die einfachste Strecke, muss man einfach dazu sagen. Smoke kann jetzt hier ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, da hat Murph einen riesen Fehler gemacht, da ist er 2 Sekunden einfach mal langsamer. Da war er vorher gut vorne. Ente ist dafür, ja, 0,686, fast 3 Sekunden aufgeholt auf das Spitzenduell jetzt zwischen Smoke und Murph. Smoke bremst in die Kurve, Murph kommt ein bisschen näher dran, kann sich bremst auch ein bisschen später in die Kurve rein. Das ist manchmal auch so ein bisschen entscheidend, dass er ein bisschen mehr auf Risiko geht. Manchmal ist es schlecht auf der Strecke, weil, ja, man hat es ja gesehen, Führungswechsel. Smoke an Murph. Nein, Murph an Smoke, Entschuldigung. Smoke vor Murph auf Platz 1. Also Smoke richtig, richtig, richtig gut unterwegs. Hat zwar auch seine Fehler gemacht und deshalb auch kurzzeitig mal die Führungsposition abgeben müssen. Bei Ente ist es leider so, er hat kaum Fehler gemacht, aber seine Boxencrew dafür umso mehr. Vielleicht erfahren wir da auch, was passiert ist. Oh, Murph nochmal mit dem Angriff, versucht jetzt hier nochmal, ja, Smoke auszukontern über die Außenbahn. Kommt hier jetzt aber ins Heck, muss aufpassen, dass er da Smoke nicht abschießt. Smoke aber lässig hier in die Schikane, kommt jetzt auf Startziel. Murph versucht hier nochmal ranzukommen, hat viel mehr Speed versucht aufzukriegen, aber dadurch kleinen Rutscher gehabt, kommt jetzt ran. Mal schauen, wie das funktioniert hier. Nein, noch viel zu viel Abstand. Smoke, 4 Sekunden. Murph zeigt sich kurz im Rückspiegel, versucht hier seinen Gegner in die Irre zu führen, ein bisschen unter Druck zu setzen. Das funktioniert eventuell auch. Jetzt sehen wir, wie hinten Ente langsam rankommt. Also das Duell da vorne führt dazu, dass Ente wieder angreifen kann. Jetzt Murph am Heck von Smoke. Aber Ente klappt hier die Flügel aus und kommt immer schneller, immer besser ran. Jetzt muss Murph aufpassen. Das hier ist echt eine gefährliche Stelle. Diese ganz enge 180-Grad-Kurve, da muss man aufpassen, dass man nicht in den Vordermann reinrauscht. Ente mit großen Schritten, mit groß ausgebreiteten Flügeln auf dem Weg an das Spitzenduo ranzukommen. Da wird es nochmal ein schöner Dreikampf da vorne. Smoke gegen Murph gegen Ente. Bin ich mal gespannt, ob das Sandwich hier zugunsten von RS Motorsports läuft oder ob Murph sich da durchsetzen kann. Natürlich jetzt schwierig, gegen zwei Teamkollegen hier anzufahren. Wir bleiben jetzt aber bei diesem ja, Dreierpack da vorne drin, weil leider, ja, hinten dran passiert, glaube ich, nicht mehr so viel. Und wenn doch, können wir zwar kurz hinschalten, aber vorne ist es einfach wichtiger. Murph gegen Ente und gegen Smoke. Der einsame Murph gegen RS Motorsports. Und Ente kommt da echt gut dran. Smoke auf 1, Ente hinter Murph. Und greift ihn jetzt auch an, zeigt sich kurz im Spiegel, will ihn auch verunsichern. Murph weiß genau, was die Stunde geschlagen hat. Entweder er schafft's und kommt vorbei. Oder er muss aufpassen, dass Ente ihn nicht vernascht. Und Smoke macht es auch geschickt. Er versucht immer so ein bisschen Murph ja, auszubremsen, damit der vielleicht die Tür aufmacht für Ente. Schönes Dreier-Duell da vorne drin. Schauen wir erstmal Startziel, können wir dann gleich ganz kurz mal reinschauen, weil das ist richtig eng da, richtig eng. Da schnüffelt Ente Auspuffgase von Murph und versucht wahrscheinlich spätestens auf der Zielgerade nochmal vorbeizuziehen. Jetzt bleiben wir doch ganz kurz da dabei. Smoke fährt vorne weg, hat ein bisschen Abstand zu Murph. Kommt vielleicht jetzt auf der Zielgerade der Angriff von Ente. Schauen wir noch ganz kurz dazu. Nein, das Ente zu weit weg. Alles zu weit weg. Zu viel Abstände zwischen den drei Fahrern da vorne in der Spitze. Da können wir jetzt ganz kurz zurückschalten. Puppt ihr auf 4. Striker mit dem Ausfall. Damit nur noch 4 Autos im Rennen. Striker hat sich alles zerstört vorne drin. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Also Puppt die Unterferner liefen natürlich hier an der Stelle. Die kann da vorne nicht mehr mit eingreifen. Aber die drei da vorne, Smoke, Murph und Ente, schenken sich hier nichts. Ente kurze Berührung mit Murph, aber nichts weiter passiert, jetzt muss er hier kurz ausbremsen, versucht hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitzunehmen, indem er die Kurve ein bisschen weiter fährt, aber da hat Murph die perfekte Linie anscheinend gefahren, hat hier ein bisschen Abstand gewinnen können. Also vorne ist jetzt hier alles am Start, Puppti mit einem sicheren Platz 4, wenn es so weiter fährt, also die muss jetzt eigentlich nur noch zu Ende fahren. Ente auf 3, Murph auf 2, Smoke auf 1 und leider, leider Ausfall, Bloody Wolfie und auch Striker, die beide nur noch zuschauen können. Smoke schafft es jetzt ein bisschen Abstand auf Murph zu kriegen, der damit beschäftigt ist, Ente auf Abstand zu halten. Also
Ja, guter Platzierung für Murph, wenn er Platz 2 halten kann. Natürlich wäre es schöner, noch auf Platz 1 zu fahren, aber Platz 2 wäre auf jeden Fall drin, wenn er hier Ente hinter sich halten kann. Und Ente versucht jetzt echt alles hier nochmal ranzukommen. Er fährt jetzt richtig stark, kommt auf der Zielgeraden aber auch nicht wirklich ran. Da hat Murph immer so einen kleinen Vorteil, ein bisschen mehr Spitzenspeed anscheinend, sein Auto mehr auf die Gerade da ausklickt, weil er da wahrscheinlich die Überholvorgänge eher gesehen hat. Aber wichtig ist hier Sektor 2 und Sektor 2, da ist Ente eigentlich stärker. So, nochmal der Angriff und die Berührung von Ente mit Murph. Das war jetzt ungeschickt von Ente. Was ist bei Ente los? Ente mit dem Fehler, aber Murph hat es nicht gestört. Er ist noch dran. Ente hat hier fast dazu geführt, dass Pupti noch aufplatzt. Zwei vorfahren kann, wenn sie sich hier gegenseitig abschießen würden. Smoke mit der Bandberührung. Murph und Ente. Also Ente versucht hier echt alles, an Murph vorbeizukommen. Und Murph hat... Oh, Ente nochmal mit dem Fehler. Muss aufpassen. Jetzt kommt sie hier nochmal dran. Jetzt sind sie wieder an Smoke dran, der hier auch leichte Probleme hatte, gerade kurz die Bande berührt hatte. Also man sieht halt schon, man muss jetzt auch aufpassen. So mit Reifen ist das natürlich ungeschickt, so in einem Dreierduell zu fahren. Smoke hat da weniger Probleme, weil er doch immer wieder ganz gut wegkommt. Aber Ente und Murph werden es merken. Und Murph hat da schon jetzt ein paar kleine Probleme und Ente auch. Die rutscht immer ein bisschen hier in den Kurven und verbremst sich hier und da mal. Was dazu führt, dass sie sich, ja, leider Gottes doch dann ab und zu mal berühren. Jetzt zeigt sich Ente kurz nochmal im Rückspiegel. Einfach nur zu zeigen, Murph, ich bin noch da, auch wenn ich dich berührt hatte. Schönes Duell da vorne drin. Also, man muss schon sagen, Smoke fährt jetzt vorne gut weg. Ente hat eigentlich leider nur seinen Boxenstopp das Rennen gekostet bis jetzt. Vielleicht kann das aber wieder gut machen. Vielleicht schafft er es nochmal ranzukommen. Und hier vielleicht einen Platz nochmal zurückzuerobern. Vielleicht auch auf Platz 1 zu kommen. Das wird zwar schwierig, denn Murph ist noch dazwischen. Aber eigentlich hat Ente sich verdient, weil eigentlich war nur der Boxenstopp daran schuld, dass Ente jetzt hinter Murph hängt. Schauen wir ganz kurz rein in die Timings. Ja, es sind noch 5 Runden zu fahren. Also nicht mehr viel. Nicht mehr viel Strecke für die Jungs. Smoke immer noch vor Murph. Vor Ente. Ente mit dem riesen Fehler. War kurz neben der Strecke am Berg gestanden. Wollte einparken. Aber zum Glück bleibt er im Rennen. Sonst hätte sich Pupti freuen dürfen. Über Platz 3. Damit jetzt nur noch das Duo vorne, Murph mit Smoke, also Ente leider jetzt mit dem Fehler. Wahrscheinlich zu sehr versucht hier an Murph ranzukommen. Jetzt gibt es nochmal einen befreiten Murph, der hier an Smoke rankommen kann und vielleicht nochmal angreifen. Man sieht halt, Fehler entscheiden hier einiges. Entweder die Box oder halt die Fehler auf der Strecke. Wir haben es ja auch gesehen bei Bloody Wolfie und bei Striker, die beide raus sind, leider Gottes. Zum Glück nichts passiert, die Fahrer sind noch okay. Das ist das Wichtigste. Smoke auf Platz 1, Platz 2 für Murph. Murph versucht hier jetzt alles, um nochmal an Smoke ranzukommen. Smoke bremst aber Murph ein bisschen aus, damit Ente vielleicht nochmal ein bisschen rankommen kann. Das sieht man auch so ein bisschen. Also, wenn man jetzt zuschaut, er versucht immer ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, in den Kurven vor allem. Das sieht es jetzt auch hier, da lässt er Murph ein bisschen rankommen, damit Murph einfach wieder, ja, ein bisschen Geschwindigkeit verliert. Damit Ente eventuell noch die Chance auf Platz 2 hat. So kann man natürlich auch im Team fahren. Man sieht es auch schon. Ente kommt wieder gut ran. Das macht Smoke sehr geschickt. Und Ente ist wieder dabei. Ente ist wieder dabei im Trio. Da vorne. Trio Infernale. RS Motorsports und Murph. Wieder im Sandwich. Ja, und Murph versucht hier einfach seinen Platz 2 zu retten über die Zeit. Er hat schon gemerkt, dass Smoke hier versucht, ihn auszubremsen. Er konnte auch nicht wirklich überholen. Smoke macht da richtig geschickt die Tür als zu. Und Ente wieder dabei. Trotz seines Fehlers. Boah, schön, schön, schön hier. Von allen dreien keine Berührung. Ente hinter Murph. Jetzt versucht Ente nochmal zu überholen. Und er nimmt hier ganz stark die Innenkurve, aber fährt jetzt in die Bock, in die Bande, weil er... viel zu aggressiv da rein ist. Ente wieder mit dem Fehler, hat er versucht, an Murph vorbeizuziehen, aber landet selbst im Reifenstapel. Das dürfte jetzt aber fast schon gewesen sein. Also hat er echt versucht, sich mit der Brechstange hier durchzudrücken. Wow. Knappes Ding hier. Ich
sehe auch gerade, dass ein paar Zuschauer gerade noch ein paar Kommentare hinterlassen haben. Ein paar Grüße von Hagen auch hier an die Runde. Wir sehen jetzt Murph hinter Smoke. Und Obsessione meinte natürlich, dass es nicht so läuft. Ja, läuft manchmal nicht so. Zwei Fahrer ausgefallen. Murph auf 2, Ente auf 3. Jetzt sehen wir, wie Smoke hier versucht, nochmal wegzuziehen. Aber Murph bleibt dran. Murph kann es hier packen. Ente mit dem zweiten Fehler. Aber ist auch nicht so weit weg. Vielleicht kann er nochmal angreifen. Vielleicht kann Smoke Murph nochmal zurechtlegen. Aber Ente wollte unbedingt vorbeiziehen. Er hätte vielleicht nochmal eine Runde warten sollen. Vielleicht auch auf Startziel. Aber Startziel ist Murph richtig stark. Und Murph versucht jetzt aus nochmal zu reißen. Versucht ihn nochmal anzugreifen. Aber schafft es nicht hier. Jetzt mit dem Fehler. Kommt kurz in die Bande. Das wird natürlich Ente freuen. Wir sind kurz vor Rennende. Und so Fehler dürfen da nicht mehr passieren. Die Reifen sind natürlich auch sehr stark beschädigt oder nicht beschädigt, sondern abgenutzt derzeitig. Dementsprechend kommt jetzt auch Ente wieder ran an Murph. Also damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, nachdem Ente so einen riesen Fehler gemacht hatte. So sucht er aus anzugreifen. Jetzt kommt Smoke vorne, der jetzt hier die Tür zumacht an für Murph. Murph wird von Ente angegriffen und Murph versucht gleichzeitig vorne an Smoke vorbeizukommen. Aber Smoke hat das geschickt gemacht, die Tür zugemacht, damit Murph die Geschwindigkeit rausgenommen. Jetzt kann Ente hier vielleicht nochmal angreifen. Startziel wird jetzt spannend werden. Ente direkt am Heck von Murph dran. Murph muss jetzt aufpassen, muss jetzt hier geschickt sich Ente zurechtlegen, schafft es auch, kommt auf der Geraden viel, viel besser weg, hat er viel, viel mehr Speed drauf. Damit ist Ente jetzt wieder weiter weg von Murph. Also was man merkt, Murph ist auf das Startziel gerade richtig schnell unterwegs. Hat er sein Auto besser dafür abgestimmt, aber Ente dafür besser für die Kurven, genauso wie Smoke. Smoke jetzt richtig weit weg, versucht jetzt auch nicht mehr irgendwie Murph auszubremsen, sondern versucht jetzt hier erstmal Platz 1 wegzufahren. Oh, Fehler von Smoke, jetzt ist Murph wieder dran. Murph jetzt mit dem Angriff, versucht jetzt aus vorbeizuziehen, schafft es aber nicht. Jetzt muss Ente aufpassen, jetzt kommt Murph von hinten, versucht jetzt reinzudrängeln, aber kommt nicht vorbei über die Innenbahn. Muss jetzt hier hinter Smoke bleiben, obwohl er ein bisschen besser war, ein bisschen schneller war. Smoke hatte sofort einen Fehler gemacht. Murph jetzt hier unterwegs hinter Smoke. Murph kann es vielleicht nochmal packen, aber Ente ist direkt ans am Heck dran, muss jetzt aufpassen, dass Ente nicht von hinten nochmal angreift. Das ist richtig stark, schönes Rennen nochmal zum Ende hin. Jetzt gab es hier eine kleine Berührung. Ente versucht nochmal auf der Innenbahn, kommt jetzt nochmal durch, versucht es auf der Innenbahn, zieht hier durch, kommt jetzt vorbei. Jetzt hat er es geschafft, an Murph vorbeizuziehen, damit er erstmal was auf 1-2. Murph versucht nochmal auf der Innenbahn, schafft es hier nochmal, schafft nochmal vorbei an Ente, hat es richtig stark nochmal gemacht. Tritt auf Platz 2 wieder auf für Murph. Ente kurzzeitig auf 2, aber Murph hat sich sofort wieder zurückerkämpft, fährt sich jetzt hier in die Schikane rein, versucht jetzt hier alles um Platz 2 zu halten. Das Ente verzweifelt schon schier, ist am Heck dran, versucht es so auf der Startzielgerade alles rückzuholen, aber das klappt nicht wirklich. Murph bleibt vorne, Murph auf 2, Ente kurz vorne gewesen, es wird jetzt mit harten Bandagen gekämpft, natürlich versuchen jetzt alle hier auf von Platz 1 bis Platz 3 alles wegzuholen, aber was soll man da machen? Murph bleibt auf 2, hat kurzzeitig den Platz abgegeben, hat sich stark zurückgekämpft, Ente auf 3 und Smoke auf 1, wenige Runden nur noch zu fahren. Richtig, richtig stark. Also wie Murph da sich nochmal zurückgebattelt hat und sich da in die Kurve reingeschoben hat, nur um Ente nochmal zu überholen. Richtig stark. Da muss ich sagen, da vorne geht's um alles. Murph weiß genau, er kann da mithalten. Vorneweg Smoke, Murph, dann Ente. Und Ente klebt an Murph. Er klebt richtig dran. Jetzt muss er aufpassen. Kurze Berührung. Aber bremst sich noch gut rein. Jetzt Smoke auch durch Murph kurz berührt worden da vorne. Aber das passiert halt, wenn man so eng auffährt. Oh, ich brauche was zu trinken demnächst. Mein Hals ist schon ganz schön lädiert. Ja, und das war's. Smurph richtig schön nochmal den Platz rausgeholt, den zweiten Platz. Smoke auf 1, Smurph auf 2, Ente auf 3, Pupti auf 4, die muss jetzt nur noch einmal durchfahren. Striker auf 5 und Bloody Wolfie leider schon ja, komplett aus der Garage raus. Striker hatte da einen riesen Unfall gebaut, alleine auf weiter Flur. Damit kommen wir jetzt zum Ergebnis. Ich gratuliere Smoke zu Platz 1 und Murph, der sich hier hart auf Platz 2 nochmal geschoben hatte. Aber schön, Ente auf Platz 3, Pupti auf 4, Buddy Wolfie auf 5 und eigentlich ist Striker auf 5, aber die sind beide raus, von dem her beide Platz 5 oder eben nicht, not finished. Ja,
Wir gehen mal ganz kurz in die Details. Wir sehen auch 10 Punkte für Smoke, Murph 8, 6 Punkte für Ente und Pupki hat sich noch starke 5 Punkte rausgeholt. Entschuldigung, mein Hals ist tatsächlich noch ein bisschen lädiert. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt ein bisschen am Husten bin. Aber ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen durch die Erkältung, die ich hatte. Aber sehr schönes Rennen. Es wurde nochmal richtig spannend zum Ende. Das war Rennen Nummer 3 aus Pau in der Liga 2, in der BK-Liga in der Saison 2015-2016. Ich bin Tai und ich bin froh, denn ich war dabei bei diesem geilen Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt ganz kurz mal meinen Hals erfrischen, weil so wie das gerade lief, war es schon krass. Das geht ein bisschen auf meine Stimme und auf meinen vertierten Hals, aber so ist das halt. Ich wünsche euch viel Spaß, seid auch dabei beim nächsten Mal. Ich zeige euch ganz kurz eine Webseite noch. Wenn das funktionieren würde. Und zwar hier die Fahrerwertung. Das ist BK Gaming. Das nächste Rennen findet statt. Schauen wir ganz kurz rein in den Rennkalender. Nächstes Rennen ist am 20.09. Imola. Im Cup. Schauen wir auch ganz kurz rein. Da dürfte es am 27.09. werden. Ja, im Falkenberg. Und wenn ihr das Ganze auch kalendermäßig haben wollt, geht auf taika.siege.de. Da habe ich einen Kalender. Da sind alle Events drin, die so laufen. Derzeitig natürlich nur BK. Themen. Und zwar halt am 20. September BK Lega. Rennen Nummer 4 BK Cup. Rennen Nummer 2 in Falkenberg ist am 27. 4. Oktober geht es weiter mit BK Liga. Rennen Nummer 5 in Zolder. Dann haben wir das nächste Rennen am 18. Oktober in Zandvoort. Und am 25. Oktober das nächste Cuprennen in Sturup. Und am November, am 1. geht es weiter mit Rennen Nummer 7 in Valencia. Und alles andere seht ihr dann, wenn ihr auf weitere Termine geht oder wenn ihr runterscrollt im Endeffekt. Da seht ihr alle Sachen. Das letzte Rennen ist am 12. Juni 2016 in Pueblo Oval. Entsprechend danke fürs Zuschauen. Grüße auch an alle Zuschauer, die dabei waren. Sagt euren Freunden Bescheid, denn diese Rennen sind geil. Euer Tai.